ganz hoch gestellt. Ja. Wie lange ist er noch bis zum Server Restart? Lieber Medusa, bist du noch da? Ich bin jetzt gerade wieder da. Wir sollen nämlich kurz bevor der Restart ist, sollen wir rausgehen. Ne? Okay. Weil wir sonst irgendwie zurückgesetzt werden. Oh, okay. Also nur ein Welches Server geht die dann? Ne, auf den gleichen wieder, oder? Ja, also auf demselben würde ich sagen. Und bei mir stand jetzt gerade dieses Maximum Health Reached. Naja, steht bei mir leider noch nicht. Ich hab noch halt auch so einen Poison Bolt. Das hier? Sprich, einen Bolzen mit Gift. Ah, okay, cool. Oder was? Meinst du das hier? So, dann setze ich mich mal kurz hier in den ins Gebüsch rein draußen. Ne? Ja. Du setzt dich ins. Musst du. Wie? Oh, hab mich toll ins Gebüsch gesetzt. Ja, super daneben. Ja, aber ich denke, es sollte okay sein. Hier kannst du auch mal von dem Skelett hier vorne. Danke. Ja. Habt ihr den gegattet wenigstens, dass ihr das Fleisch bekommen habt? Das Fleisch müssten wir uns natürlich auch grillen, das gibt am meisten Blut. Ja, ich hab Mouton Raw, 3 Stück. Alles klar, okay. Ja, macht ja auch Sinn. So, Server Restart ist es gleich. 2 Minuten. Komm ich ja nicht aus Seta, komm nach hier flott und dann gucken wir, ob ich geh schon mal raus. Du bewegst dich schön zu mir. Ja, dann ist gleich Server Restart. Ich kann das ganze Skelett mitnehmen. Aber was ist denn da drin? AK, Glock, Belt, Karte, Kompassuhr, Weaver, K4 Scope, Aimbot, Munition. Geh mal weg. Hast du da Aimbot hast du drin? Ich gehe mal ganz kurz, ich gehe auch mal ganz kurz austreten. Bei mir dauert es ein paar Minuten. Ich werde einfach den Pausenscreen reinpacken und ihr hört die anderen weiter. Also macht euch ja keinen Kopf. Das ist nur momentan Server Restart, das geht eh sowieso 5 Minuten oder so. Und bis dahin, ja, hört ihr die anderen noch. Genau, so ist es. So, wir nehmen uns hier natürlich so viel Muni mit, wie wir können. So, Parabellum. Ja, die AK habe ich ja. Ja, die AK hat wenigstens Melee-Damage. Das ist halt ganz gut. Deswegen habe ich die ausgetauscht gegen die AR-15, weil die ist dann wieder Schrott. Und ich habe sogar einen Tension oben drauf. Ah, ich habe Morphin. Syringe. Ja, ne? Also so eine. Ja, gut. Er hatte 2 Stück mit. So. Das ist gut. Da ein bisschen was gelootet auf jeden Fall. Ja. Ja, ich stelle mich hier in den Busch ran. In die Steinmauer. Waffe nachladen, ja, ich weiß, aber jetzt hier in einer Minute. Wird uns, glaube ich, keiner killen. Genau, ich werde nämlich auch schon mal. Ah, ich bin zu nah am Building. Ma. Ja, ich bin an die Steinkette da in dem Busch. Ja, ich muss nur jetzt weit genug von dir weg. Mhm. So, wir wollen uns aber trotzdem hinsetzen. Und Olozon, der Activity ist größer als der Sportspec? Ah, ja, okay. Ja, okay, aber eine Minute schaffe ich nicht mehr. Weil ich bin leider zu Oh, hallo, Henno. Sorry, dass ich jetzt mal kurz störe, aber haben wir die Karte, die Eiskarte von Zitrone noch? Die riesengroße? Ja, aber die hat Melke irgendwo. Ach so, okay. Als Backup. Ja gut, ich wollte nur fragen. Ja, liebe Leute, ihr kennt das ja, ne? Jetzt dauert es halt so 2-3 Minuten, auf jeden Fall. Jupp, aber er soll lassen, bevor er alles verliert und Restart verliert. Ja, okay, alles klar. Okay, alles klar, gut. Dann habe ich es ja richtig gemacht. So, wir gehen jetzt mal ganz kurz, wahrscheinlich jetzt auf meinem Desktop, genau, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wir gehen mal kurz in den 5 Minuten Pause-Bildschirm. Aber ich bin noch da, ne, liebe Leute, also schreibt ruhig gerne noch, gebt uns Tipps, spammt uns zu. Und dann geht das rund, liebe Leute, ne. Ja, und wie gesagt, herzlichen Dank auf jeden Fall für eure Tipps, sehr, sehr geil, ne. Also wenn ihr mal Tipps bei King of the Hill braucht, ne, könnt ihr mich auch gerne fragen. Nein, ist nur Spaß. Ne? Ich bin traurig. Schaffst du es immer noch nicht, oder wie? Ja, ich war jetzt, bis der Server restart ist, dann gehe ich wieder drauf. Aber ich bin trotzdem traurig. Ja, lieber Matsch, ich weiß, die AR-15 ist besser vom Schießverhalten her, die war aber eh, damaged, ne, und, die Schuss von mir waren fast alle, also ich hatte noch ein Magazin danach,
Da waren noch 10 Schuss drin. AKM Riss und 60er Magazin, ja. Klar, das ist eine geile Waffe. Naja, aber ich habe mich jetzt einfach für die AK entschieden, weil der hatte einfach nur noch 3 oder 4 Magazine dabei, die fast voll waren. Und weil die halt Melee-Damage hat. Die A15 kann man leider nicht auf Melee-Damage umstellen. Ich weiß, es ist zwar ein hässliches Melee-Damage, mit der, wenn er so mit der Kante zuhaut, aber ja. So, ich werde schon mal nebenbei probieren, wie ob der Server da ist, aber ich glaube, das dauert wieder 2-3 Minuten. Also normalerweise weiß ich, glaube ich, noch, dass die so 5 Minuten. Ja, Olonson, hau rein. Achso. Bei mir ist er schon wieder da. Glaube ich. Ach so, Matsch, ja, du haust rein. Wie gesagt, herzlichen Dank, ne? Und hau rein. Und danke für deine Hilfe. Wir werden auf jeden Fall Wiki natürlich nachgucken. Ne? Aber uns macht's auch Spaß, so tatsächlich diese Sachen so immer rauszufinden, so learning by doing. Weißt du, was ich meine? Ne? Bis auf 200 Meter einer der geilsten Waffen. Okay, alles klar. Ja gut, mit dem Waffenhandling tatsächlich habe ich mich nicht ganz so viel bei Breaking Point beschäftigt. Also ich kann dir halt sagen, was bei Standard Vanilla halt gut ist, aber da finde ich, haben die momentan auch so ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Weil ich finde zum Beispiel die Navit oder so, die ist einfach zu OP. Die hat no Recoil, no, also fast gar kein Recoil oder ja, die geht durch 3 Wände, glaube ich, fast durch, also wie ich es gesehen habe. Na, ich muss mir das nochmal genau angucken im Editor. Ja, ja, okay. Du kannst keine Tipps mehr geben, lieber Freaker. Kein Problem. Das ist auch nicht schlimm, ne? Du kannst auch, bist auch natürlich immer gerne herzlich dazu eingeladen, zuzuschauen. Ne? Und uns beim Failen zuzusehen, das ist auch kein Problem, wie gesagt, ne? Aber wie gesagt, ne? Es gibt ja so viele Armor-Mods halt allgemein. Ne? Und daher, Huch, ich glaube, ich konnte schon wieder verbinden. Bei mir sind alle Server down. Gerade. Boah, eine G6. Oh, das ist eine gute Ausstattung, würde ich sagen, lieber Matsch. Alter. Eine M4300 Mastery. Master Key. Mit Suppressor. Und eine G36 mit 2 Suppressor. What the fuck? So. Bald ein Headshot, ja, ja. Ich glaube aber, der Server ist noch down. Ich habe gerade hier so nebenbei den Ladebildschirm offen, der ist aber schwarz. Was mich wundert. Ja, 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 ich weiß. Olonson. Entschuldigung, es tut mir echt leid. Es ist ein bisschen spät schon. Wir sind heute schon im zweiten Mal am Stream irgendwie, ne? 5 Stunden fast oder so. Und ja, ja, dass die Waffen mir nicht gibt, das sage ich nur zum Glück, ne? Das sage ich nur zum Glück. Weil die, ja, wie du schon schreibst, die SMGs, beziehungsweise die LPMGs, ne? Sind einfach nur überpowered. Na, also es ist schon schwierig tatsächlich bei King of the Hill oder so. Also ich gehe jetzt von King of the Hill überwiegend halt aus, weil ich das sehr, sehr oft spiele. Und dort ist es halt tatsächlich so, dass einfach nur OP, also da laufen die ganzen Loops auch mit, ne? Ja, gute Nacht, lieber Matsch. Ne, danke fürs Zusehen. Ne, hoffentlich sieht man sich wieder. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau, vielen Dank für die Tipps. Nicht vergessen. Und wie gesagt, wenn du in meine Twitch-Beschreibung kannst ja mal reinschauen, da siehst du auch immer meine Streams, wann ich die halt mache. Wenn du natürlich arbeiten gehst oder sowas, dann wird es wahrscheinlich eher schwierig. Zu der Zeit, also ich arbeite auch zwar Vollzeit, aber ich habe irgendwie so eine, ja, Halbnachts- bzw. bis 13 Uhr Schicht. Ne, und von da aus. Glückspilz. Ja. Glückspilz? Ja, stehen wir nachts um halb zwei auf oder so und gehen wir um 3 oder halb 4 zur Arbeit. Ja, um halb zwei wäre ich auch wach gewesen in dieser Zeit. Ja. Ja, aber du musst es so sehen, ich stehe auf um 6 auf und dann bis 17 Uhr. Will ich powern. Ach ja, stimmt, ja, bei dem neuen DLC mit den Gillies, stimmt, da ist auch 8 Body Armor. Na, das ist auch richtig OP. Okay. Also die, na, die müssen ja irgendwie wie so Bombentypen gepanzert sein. Ne?
Ja, da müssen die noch, glaube ich, ein bisschen balancen, ne? Ich weiß nicht, ist bei euch dann schon, wer ist denn überhaupt noch alles hier? Ist bei euch der Server schon wieder da? Ja, ich bin gerade am Refreshen die ganze Zeit. Ja, bisher ist nur... ist noch nicht da. Also ich habe ein bisschen jetzt... Ah doch, 41 da, ja, bei mir auch jetzt. Ja, jetzt auch. Oh ja, jetzt. Und direkt angekündigt. Ja. Alle erstmal joinen hier wieder. Ne? Lass ich dann jetzt mal alleine für heute. Jo. Stuffy. Bis, ja, vielleicht nicht bis morgen, sondern bis nachher. Bis später, ja. Genau, vielleicht hast du ja auch mal Lust, eine Runde mitzuzocken. Ja, morgen. Also, ciao. Jo, tschüss. Spaß noch. Dann. Macht nicht zu lang. Ja. Nö, ich denke mal, wir machen jetzt noch eine gesmoothte Stunde oder sowas circa, ne? Mhm. Und dann, ne, wird's auch Zeit. Von den Zombies beißen? Zu spät. Ich wurde schon oft genug gebissen. Dante? Ist das Dantes Revanche? Jetzt krieg ich Angst. Lieber Dante, schaust du etwa heimlich zu? Das mit der Stunde klappt nicht. Was? Also dann, ciao. Das mit der Stunde zocken klappt nicht. Wieso? Das klappt nie. Ja, ich ciao, Stuffy. Weil es dann heißt, okay, dann zocken wir jetzt nochmal 10 Minuten. Und dann ist so, ja, okay, komm, noch eine halbe Stunde. Maximal. Naja, also ich sag mal so, wenn ich jetzt noch eine Stunde mache, dann bin ich 2 Stunden 45 Minuten. Na, und das würde auch ganz gut für YouTube dann passen, wegen den Cuts. Na, und von da aus, also eine gesmoothte Stunde machen wir noch, ne? Also plus minus 10 oder sowas halt, ne? Auf jeden Fall, ne, machen wir da noch so ein bisschen Action hier. 100%, ich komme jetzt nicht rein. 100%. 100%, ich? Oh Gott, hoffentlich. So, ich schalte mal schon wieder aufs Endgame-Bild um, liebe Freunde. Wenn ich Endstrike komme, ne, dann weiß ich, was los war. Da bin ich ein bisschen glücklich, aber auch traurig. Ich höre schon wieder Sounds auf jeden Fall. Oh, ich bin wieder am Start. So, ich werde mich mal einmal hinlocken wieder. Und werde jetzt mir das Zeug verabreichen. Beziehungsweise ich sollte eigentlich warten, ne? Aber ich geb's mir mal selber. Ihr seid schon wieder drauf? Mhm. Ja. Komm ich auch wieder. Reloading Objects. Ich bin auch drauf. So. Seta, wo hast denn du dich ausgelockt? Ne, ich bin hier neben dir. Neben der Barke. Also da, wo wir den Typen umgeknattert haben? Ja, da bin ich auch. Ich weiß ja, wo du dich ausklappst. Ja, genau. Wir müssen uns jetzt wieder neu aufteamen. Ja. Ich würde mal sagen, ich hüpfe mal eben flott rein da. Ja, genau, guck mal schon mal nach. Ich setze mich mal noch kurz hin, weil ich habe hier noch so, ne? Aber ich werde... ne? Ja, genau, da gehen wir jetzt auch wieder... Ich gehe da auch erstmal wieder rein. Marcel, gute Nacht, auch dir. Gute Nacht. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Wie immer, ihr kennt's ja. So, ich setz mich hier aber ja kurz. Ich muss mal echt hier, glaube ich, mich erst ein bisschen heilen. Chris verliert Verbindung, steht bei mir wieder gerade. Was? Ich hab hier einen Zombie. Nein, er hat mich getötet. Ja. Ah, Markus. Der ist von oben runtergekommen. Der muss dir doch entgegengekommen sein, sag mal. Nee, ich bin ja geradeaus durch. Rein. Nicht nach oben. Oh. Ist nicht schlimm, loote mich mal aber dann. Beziehungsweise... Gerne. Versuch mal das Gerne. Beste zu retten. Ich werde ja auch e-spawnen, das war ja gar nicht so weit weg, glaube ich. Mein Inventar ist komplett voll. Ja, dann... Könnt auch eine Legion aufmachen, dann seid ihr dauerhaft in der Gruppe. Ach so, okay. Wie macht man eine Legion auf, lieber Olonson? Olonson? Alter, ich muss echt mal deinen Namen hinkriegen. Olonson, Olonson, Olonson? Spielt das sehr, sehr exzessiv, glaube ich, aber überwiegend Epoch hat er gespielt. Der war gerade, hier hat nützliche Tipps gegeben. Ja. So, Outlaw, ja, Select, East sind wir gespawnt, ne? Und dann sind wir Richtung, oh Gott, wo waren wir denn eigentlich jetzt? Wir waren immer ganz unten rechts. Nutzt den Faggot. Ja, das Problem ist, wenn du keine Map hast, ist der Faggot-Button auch unsinnig. Ja, scheiße, stimmt. da musst du eben kurz warten, bis das Screen ja, genau, ja, passt schon. Ich muss mal gerade auch gucken. Warte, Moment. Oh Gott, ich müsste... Bei euch, ich bin gerade am Laden. Hier ist auch weit und breit kein Haus oder so gerade zu sehen, wo ich mich... Oh, da oben ist ein Haus.
Oh Gott. Das wird schwer. Im Launcher ganz unten rechts. Ah, okay, alles klar. Olonson. Da werden wir nachgucken. Auf jeden Fall. Na, es dauert noch ein bisschen. Oh, jetzt darf ich hier wieder den Laufsimulator zu den anderen machen. Oh. Ja, nur wie so ein Kack-Zombie. Jetzt der Hunter gewählt. Also, bist du gleich da oben. Wir hätten flott die... Ja, Hunter wäre ich ja. Ich bin jetzt... Was ist denn jetzt los? Wir hätten flott eine Gruppe machen sollen. Ah. Ja, passt schon. Was ist denn jetzt nicht in Ordnung? Was denn? Hilfe! Was ist bei dir los, Glorieche? Bei mir ist Party. Okay. Das ist nicht gut. Na, ich will hier rein. Lass mich rein. Ich kann auch gar nichts machen. Okay. Ah, jetzt läuft alles hier. Oh, Woodpile. So ein Kram, Matchbox. Woodpile Hammer. Nehme ich mal mit für ein Campfire, glaube ich, brauche ich das, ne? What? Okay. Was sagst du? Du bist jetzt noch in deinem Haus drin hier, oder? Ja, ich bin auf der einen Seite von dem Haus, wo wir den Typen umgenagt haben. Oh, hier ist nichts gespawnt. Oh ja! Was? Wenn ihr das lesen könnt, was hier steht, ne? Aber ich lese kurz diese Fehlermeldung von Arma 3. Die Anweisung in 0xc0ab0000 verweist auf Speicher 0xc0ab. Das habe ich auch öfter nach dem Update jetzt mal gehabt. Das ist aber nur, du musst Arma ab und zu 2-3 mal starten, dann ist es wieder weg. Nur also Arma oder das Spiel allgemein? Arma, ganz normal. Das ist ein Arma-Fehler. Das hatte ich letztens auch. Das stand bei mir auch mit irgendwas mit Speicher oder sowas mit, glaube ich, ne? Ja, Speicher ist, dass es nicht aufweisen konnte, dass es nicht ausgehen werden konnte. Ja. Boah, ne? Ich meine nicht. Wo bin ich hier ungefähr? Also ich habe bei mir, ihr habt ja eine Karte, ne? Ja. Ich müsste auch irgendwo unten an der Küste halt sein und da sind ganz viele Windräder. Da müsstet ihr mal raufgucken, ob ihr da... Also an der Küste mit ganz vielen Windrädern? Ja, da ist ein Berg halt, da sind ja, einmal ein Zombie. 6 oder 7 Windräder und einmal... Gott, warte mal, ich glaube ich muss der Stromleitung folgen, soweit ich weiß, glaube ich. Warst du oder war das ich? Du bist es. So, währenddessen Laufsimulator 2015. Da kannst du auch Fleisch mitnehmen, oder? Nee. Hier ist Loot drin. Wollen wir mal reingucken? Nein, du wärst eine Wooden Pile Matchbox. Oh, ich hab gelbe durchgedingste Kette, das ist nicht gut. Gelbe Kette ist nicht gut. Nee, Server geht down gerade. Server ist weg. Server ist down gegangen. Toolbox. Alle. So, in Tracia bin ich. Ah, okay, alles klar. Danke. Aber der Server ist gerade abgeschmiert, glaube ich, oder? Hammer. Warum? Aber das Gute, dass es bei euch allen passiert ist. Das heißt, wir werden nochmal rausgehen. Jetzt seht ihr mal wieder gleich wieder mal meinen Desktop, liebe Freunde. Und ich bin in einem Gebäude drin. Ich auch. Bin neben dir. So, dann werde ich mal kurz das gucken. Ne, ihr könnt ja mal hier kurz gucken. Ich will Passwörter zeige ich hier nicht. Nee, okay, gut. Ach, Legion, alles klar. Dann warte mal, ich werde das mal hier kurz anklicken. Ich refreshe. Mal gucken. Refresh. So, Legions. Create. Ah, Name. Wie soll ich es nennen? The Young Family oder was? Der Server ist gerade weg. The Young Family. Na? So, Tech ist TJF. Ich weiß, ich habe das H groß geschrieben. Das machen wir nicht. So, Description. Website. Seht ihr den Server? HTTP. Ich glaube nicht. Ich guck gleich mal. Ich mach gerade hier die Legion auf. Okay. Immer wenn du spawnst, egal ob neu oder einloggst, steht unten rechts der Ort, wo du... Ah, okay. Ja. Für dumme Eimer, danke. Ne, Description kann ich dir auch noch bestimmt noch später ändern, oder? Denke ich mal. Ich muss gerade noch... Jetzt refresh. Das ist cool.